Viktor Orban gratuliert Olaf Scholz für dessen Asyl- und Migrationswende. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wirklich grandios hier. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat es sich nicht nehmen lassen, auf X, vormals Twitter, hier einen Post abzusetzen, über den Olaf mit Sicherheit nicht ganz glücklich ist. Aber dann kommt noch jetzt großes Framing von Axel Springer dazu und es gibt weitere Reaktionen aus Europa auf unsere Asylwende. Es ist wirklich phänomenal. Viktor Orban, der seit 2015 eine rigide Migrationspolitik verfolgt, twitterte hier: Germany has decided to impose strict border controls to stop illegal migration. @Bundeskanzler Scholz, welcome to the club, #StopMigration. Das hat er gestern getwittert. Es sind schon über 15.000 Herze alleine auf diesen Beitrag geteilt worden hier bei X. Und Olaf Scholz wird mit Sicherheit dieses Lob am liebsten nie erhalten haben. Denn wie jetzt hier Axel Springer darum framen möchte, wäre es jetzt hier ein vergiftetes Lob, weil die Migrationspolitik von Viktor Orban gegen geltendes EU-Recht verstößt, die deutschen Grenzkontrollen allerdings bei der EU angemeldet sind. Das ist mal wieder ein Schlag ins Gesicht von jedem. Sie lügen hier, Axel Springer lügt, die Regierung lügt. Es wird gar kein geltendes EU-Recht angewandt. Dublin III wird nicht angewendet, nicht so, wie es gedacht war. Und dann fabulieren sie hier davon, wer hier gegen irgendwelche Regeln verstößt. Die gesamte EU verstößt gegen Teile ihrer eigenen Regeln und das nicht nur jetzt bei der Dublin III-Verordnung. Es sind so viele Dinge, die viele andere Mitgliedstaaten weniger hart umsetzen national als zum Beispiel die deutsche Regierung. Die deutsche Regierung, sie möchte immer stark nach vorne gehen. Es gibt jetzt auch noch weitere Reaktionen aus dem Ausland und es gibt jetzt auch Hinweise darauf, dass wohl die CDU/CSU den Migrationsgipfel gestern um 17 Uhr hat platzen lassen, obwohl ein Angebot der Ampelfraktion auf dem Tisch lag, was dem Unionsvorschlag entsprochen hat. Wir gehen zurück. Gestern wurde dann vorgestellt, dieses Modell, dass wir kurz hinter der Grenze jetzt dann diese Auffangzentren bauen, um die Leute dort in schnellen Dublin-Verfahren dann dem richtigen Staat zuzuführen. Dublin funktioniert seit 2015 nicht, die Dublin-Überstellungen scheitern reihenweise und jetzt will das Innenministerium diese Überstellungszeit auf 3 bis 5 Wochen beschleunigen. Das ist völliger Wahnsinn, Leute. Das ist absoluter Wahnsinn. Das ist absolut unpraktikabel. Jetzt kommt allerdings noch hinzu: Die Union wollte, dass direkt zurückgewiesen wird an der Grenze bzw. auf der Grenze. Und da soll es gestern in der Runde gehießen haben von Herrn Buschmann und von Frau Faeser. Dann probieren wir das aus. Und zwar das Konzept der Ampel und das Konzept der CDU an zwei verschiedenen Stellen an der Grenze und schauen, was passiert. Dieses Angebot der Ampel, dass man den Unionsvorschlag an der Grenze auch tatsächlich ausprobiert, hat die Union dazu bewogen, einfach aufzustehen und zu gehen. Das Interessante ist, es gibt Journalisten, Eva Quadbeck zum Beispiel, die hat das am Montag schon vorausgesagt, dass die CDU hier nur großes Theaterdonner macht, um am Ende die Ampel nochmal vorzuführen vor der Brandenburg-Wahl. Das ist völliger Wahnsinn, wie man jetzt parteipolitisch diese Notlage für Deutschland hier ausnutzt. Es ist absoluter Wahnsinn. Friedrich Merz sollte sich im Grunde einen Boden schämen, wenn das stimmt, was hier die FDP-Vertreter uns mitgeteilt haben. Es ist völliger Wahnsinn, dass die Union quasi gesagt bekommt, wir machen deinen Vorschlag an einer Stelle der Grenze und dann steht er gegenüber auf und sagt, nö, ich habe meinen Vorschlag vergessen. Wir gehen mal raus und sagen, ihr seid die Bösen. Leute, das ist Katastrophe. Es gibt jetzt aber noch weitere Reaktionen. Die Österreicher, sie sagen, sie nehmen niemanden zurück. Und da muss man mal sagen, im Europarecht, was sie immer so gerne zitieren, im EU-Recht, gibt es die Zurückweisung nicht an einer Binnengrenze. Das kennt dieses Gesetz nicht. Deswegen sind unsere Nachbarstaaten da so allergisch, wenn es auf einmal heißt, wir weisen zurück. Die kennen das nicht in ihrem nationalen Gesetz. Bei denen gibt es das nicht, ja? Wie auch immer sie das dann nennen, wenn sie ihre Grenze verteidigen wollen. Das ist dann die Gegenseite der Medaille und dann sind sie immer alle ganz schön leise auf einmal. Die Polen haben schon angekündigt, das wird zu heftigen Spannungen mit Berlin führen. Und da muss man nur mal sagen, die Polen würden ja gerne mit mehr militärischer Gewalt ihre Grenze an Belarus schützen zum Beispiel. Die EU will das immer nicht. Jetzt wollen wir sie nicht mehr haben, dann müssen wir den Polen auch gestatten, die Grenze hart zu sichern, richtig hart.
Jetzt hatte der Migrationsbeauftragte der Bundesregierung ernsthaft in Erwägung gezogen, dass man die Migranten, die über die Belarus-Route kommen, nach Ruanda ausfliegt? Also das englische Modell, wir fliegen in einen sicheren Drittstaat aus, um dann dort unter dem Dach des UNHCR menschenrechtliche Standards aufzubauen, um dort die Asylverfahren zu machen. Der Migrationsbeauftragte Stamm hat das quasi argumentiert, mit, dass man quasi den Despoten Putin und Lukaschenko hier das Druckmittel der illegalen Migration nach Europa nehmen möchte, indem man diese Leute in einen sicheren Drittstaat ausweist und dass man dann dort quasi diese Verfahren macht. Das ist völliger Wahnsinn. Die Polen wollen sie nicht, die Österreicher wollen sie nicht. Und der Dominoeffekt in der EU, wir schauen mal, was passiert. Die EU-Kommission prüft noch diese angemeldeten Kontrollen und sagte schon, es muss eine absolute Ausnahme bleiben. Natürlich wäre es Nancy Faeser recht, wenn die EU diese Kontrollen ihr untersagt. Und damit ist sie es nicht gewesen, sie hätte es dann versucht. Ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt hier ausgeht. Es geht auf jeden Fall Schlag auf Schlag. Und die Glückwünsche von Viktor Orban, die sind wirklich für Olaf Scholz gedacht. Und ich sage da nur, ja, gut gemacht, Viktor. Zeig ihnen auf, wie bigott sie sind. Damit sage ich, abonniere diesen Kanal. Ansonsten sage ich, ciao, bis bald.